Sehr schön, meine Herrschaften. Nur unser Alf klingt heute ein bisschen traurig. Also, meine Damen, das nächste Mal vielleicht ein bisschen forciert. So, nun kommen wir zum gemütlichen Teil. Danke für heute. Oh, danke. Du, ich war im Krankenhaus. Ja, und? Ja, die machen so eine neue Therapie mit ihr, mit Antikörpern oder so. Ich verstehe ja nichts davon. Aber du, ich habe das Gefühl, es geht dir schon wieder besser. Ja, obwohl im Gesicht, da ist sie sehr aufgedunsen. Aber er hat schon wieder gelächelt. Sind die Besuchszeiten immer noch so streng? Ja, keine Besuche. Aber ich habe der Stationsschwester einen Pfund Kaffee mitgebracht. Und auf dem Fensterbrett im Schwesternzimmer, da steht eine Flasche Eierlikör. Und ist nur noch so viel drin. Aha. Dann bringe ich den Eierlikör zum Kaffee mit, ne? Na, genau. Danke. Na, ihr beiden. Sag mal, was hast du denn mit deiner Mutter gemacht? Was denn? Käthes Küche. Na, die eigene Mutter für die Werbung verbraten. Ja, aber sehr erfolgreich. Das Programm Käthes Küche ist ein absoluter Hit. Sylunion ist sehr zufrieden. Du bist sehr stolz, ja? Auf meine Mutter. Nee, nee, auf dich. Prost. Ich hätte dem nicht zustimmen sollen. Du hast Eberhard sehr geholfen. Und du bist doch sehr erfolgreich. Ja, heute Morgen beim Einkaufen wurde ich daraufhin schon angesprochen. Tja, du wirst populär. Richtig berühmt. Richtig unangenehm war es. Die Verkäuferin an der Käsetheke hat mich förmlich bedrängt, ihr Prozente für Käthes Küche zu verschaffen. Als ob ich die Möbelfabrik wäre. Richtig unangenehm. Sicher ist das unangenehm, Mutter, aber doch auch verständlich, nicht? Komm, gehen wir. Ach, bitte sei mir nicht böse, Hannelore, aber ich glaube, es ist besser, du gehst allein ins Krankenhaus. Ich werde hier auf dich warten. Ach, Mutter. Hannelore, Krankenhäuser deprimieren mich immer so. Warum, Chef? Warum? Weil Sie mich das immer fragen. Warum? Was ist? Sie lachen mich ja sowieso nur aus. Großes Ehrenwort. Oliver hat keinen Vater mehr. Was? Gestern Abend will ich ihn baden. Ich sag zu ihm, du, 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 du. Da fängt er an zu brüllen, versteckt sich hinter Renate und guckt mich nicht mehr an. Und dann hat Renate ihn gebadet. Gestern Nacht um 2:30. Er brüllt, weil er muss. Er macht nämlich nicht mehr in die Windeln. Oh, ein kluges Kind. Ich stehe auf, gehe in sein Zimmer. Und mach du, 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 du. Er sieht mich, er bekommt einen Schreck, einen Schock, einen Nervenzusammenbruch, als wenn ich ein Gespenst sei. Renate, raus aus dem Bett, beruhigt ihn, weil es ihr nur gelingt, weil sie ihn mit in unser Bett nimmt. Da schreit der Junge mich an, als ich mich auch hinlegen will. Und dann hast du den Rest der Nacht auf der Couch geschlafen. Woher wissen Sie denn das? Ich habe auch 2 Söhne. Das ist normal. Chef, was hat Renate, was ich nicht auch habe? Vieles. Ja, ich weiß. Aber wir haben Oliver immer partnerschaftlich erzogen. Immer. Ich habe ihn gebadet, sie hat ihn gebadet. Ich habe ihn gewickelt, sie hat ihn gewickelt. Ich habe ihm Fläschchen gegeben, sie hat ihm Fläschchen gegeben. Zwischen Renate und mir gab es für das Kind nie einen Unterschied. Vielleicht ist dein Oliver total im Stress, weil jeder an ihm rumbadet, rumwickelt und füttert.
Oliver, Renate und du, ihr braucht eine Woche Urlaub. Und ich weiß auch schon wo. Bei den Schwiegereltern von Rüdiger. Graf und Gräfin Strelenau, Frau Eichen. Ich weiß nicht, wie ich mir da vorkomme. Nee, komm ja mit. Oliver und Renate werden sich fabelhaft erholen. Und ich? Du? Du wirst mit mir das Geschäftszimmer von Rüdiger renovieren. Ich sag dir, eine alte Eiche, aber total verkommen. Aber wir beide kriegen das schon hin. Ich denke, ich soll Urlaub machen. Ja, ja, von dem Stress, von diesem täglichen Einerlei, von dieser Fabrik hier. Mensch, ich gebe dir eine einmalige Gelegenheit, deine bewundernswerten Talente zu entfalten. Immer eine Chance, Mutter. Immer. Das freut mich. Da kommt unser Bus. Nein, nein, nicht mit dem Bus, Hannelore. Wir nehmen ein Taxi. Ach, Taxi ist doch ganz langweilig. Im Bus kann man seine Mitmenschen viel besser beobachten. Außerdem ist Taxi viel zu teuer. Hallo, Taxi! Ah. Es liegt was in der Luft. Mal ganz ruhig, Fräulein Glaubrecht, nicht doch. Das Erste, was der Vorstandsvorsitzende wollte, waren Sie. Holen Sie mir diesen Wichert, hat er gesagt. Herrn Wichert, diesen Tausendsassa. Tausendsassa? Das ist ein Jammer, dass Sie heute nicht Ihren schönen dunkelblauen Anzug anhaben. Herr Wichert ist gekommen. Soll reinkommen. Tausendsassa. Morgen. Herr Wichert, wir kennen uns doch. Erinnern Sie sich noch an die Sache mit dem Kantenleimer? Ja. Wir beiden haben die Maschine doch wieder zum Leimen gebracht. Ja, ja. Herr Wichert, ein Tausendsassa. Dr. Richter. Danke. Herr Richter ist in Gütersloh zuständig für Management Consult. Bitte was? Herr Wichert, Herr Richter stellt das Package jener Manager zusammen, die in unseren verschiedenen Betrieben für ein gutes Input zu sorgen haben. Input? Consult, das heißt, die richtigen Männer am richtigen Platz. Ach so, Personalchef. Ja, so kann man es auch nennen. Aber bitte, Herr Wichert, nehmen Sie doch Platz. Wir wollen nämlich etwas mit Ihnen besprechen. Bitte. Dienstag. Jetzt müssen Sie sich aber mit dem Gedanken abgefunden haben. Nun setzen Sie sich mal zu uns. Bitte. Die Output-Zahlen, bitte. Ich möchte Ihnen einige Umsatzzahlen unseres Wohnküchenprogramms Käthes Küche anvertrauen. Herr Doktor. Ich bin nicht Doktor, ich bin Diplom-Ingenieur. Doktor ist Herr Richter. Also gut, Herr... Metzger. Herr Metzger, ich verstehe nichts von Input und Output, von Personal Package und Management Consult. Aber wenn ich dieses Büro betrete, dann spreche ich mal mit Herrn Tenstag. Das ist nämlich mein Vorgesetzter. Aber heute spricht der Tenstag nicht mit mir. Herr Tenstag, was liegt denn an? Es werden sich personelle Veränderungen in der Möbelunion ergeben. Aber deswegen müssen Sie doch nicht so traurig gucken. Herzlichen Glückwunsch. Sie betreffend. Die Herren möchten Ihnen ein Angebot unterbreiten. Herr Wichert, Sie wissen, dass wir in Gütersloh ein Werk betreiben, das ausschließlich Schulmöbel und fachbezogene Programme für Universitäten, Institute und so weiter und so weiter und so weiter herstellt. Tische, Arbeitsstühle und so weiter. Sozusagen das Rückgrat unserer AG. Naja, natürlich. Und diese speziellen Programme müssen von besonderer Solidität und Qualität sein. Na klar, Kinder sind eben Kinder. Studenten hauen auch mal auf den Putz. Man rechnet bei diesem Programm mit einer Einsatzdauer von 15 im technischen Fachbereich Physik, Chemie von 20 Jahren. Und nun kommen wir zum eigentlichen Punkt. In den letzten 8 Monaten haben die Mängelrügen in diesem Gütersloher Werk um 8% zugenommen. In Gütersloh ist der Wurm drin und deswegen... Also um es kurz zu machen, lieber Wichert, Sie sollen das Werk übernehmen. Als Werkmeister? Natürlich nicht. Dass Sie ein guter Werkmeister sind, das haben Sie doch hier bewiesen. Als Geschäftsführer. Sie sind der Mann, der den ganzen Laden auf Vordermann bringt und innerhalb von 3 Monaten die Quote der Mängelrügen um 6% drückt. Das erwarten wir von Ihnen.
bleibe hier auf meinem Posten. Herr Wichert, Sie sind doch nicht der Mann, der sich mal an den Schreibtisch von Herrn Tenstein setzen wollte. Ja, natürlich nicht. Das hätte mich auch sehr enttäuscht. Das hier ist ein netter Laden, aber die Kondition wird Dr. Richter mit Ihnen besprechen und lassen Sie uns so schnell wie möglich wissen, ob Sie unser Angebot annehmen. In spätestens 14 Tagen erwarten wir Ihre Entscheidung. Käthes Küche, das sind Zahlen. Ich wusste seit Jahren, dass die effektiven Vorschläge zur Erweiterung unserer Programmpolitik die Einrichtung einer Ein- und Ausbaufirma auf Ihrem Mist gewachsen war. So, meine Herren, und nun machen wir einen Rundgang durchs Werk und denken über die schönen Bilanzen nach. Kommen Sie. Lieber Wichert, Sie sind ein Hoffnungsträger. Holen Sie das Angebot sofort ab. Hatten Sie damit gerechnet, dass man es Ihnen nimmt? Ja. Ich hatte damit gerechnet. Das tut mir leid, Herr Tenstein. Mir auch. Aber es freut mich für Sie. Nicht ertragen. Man wird immer nur angestarrt. Schließlich habe ich meine Pension und ansonsten lebe ich sehr bescheiden. Ja, Mutter. Soll ich die Tür aufmachen? Ah, ja, das wäre sehr nett. Natürlich gerne. So. Normalerweise hätte uns ja dein Vater gefragt. Mutter, können wir dieses Thema jetzt endlich beenden? Ja, natürlich, Annelou. Ich bitte dich natürlich. Vater, wir sind zurück. Wagen steht doch vor der Tür. Da stimmt doch irgendwas nicht. Was denn? Die Waschmaschine! Ach, du liebe Zeit. Moment. Der Wasserhahn. Der Wasserhahn. Wo ist dieser vergessene Wasserhahn? Moment. Ach, leider. Das ist aber ärgerlich. Oh, ich hatte gleich so ein komisches Gefühl, als wir reinkamen. Da war so ein ulkiges Geräusch. Ach, das macht sie jetzt schon zum dritten Mal, diese blöde Maschine. Ja, die Waschmaschine ist auch nicht mehr die jüngste. Du hast so viele hübsche neue Geräte. Bis jetzt hat sie es ja immer getan. Ausgerechnet jetzt muss sie mich im Stich lassen. Auch das noch. Und Kundschaft. Wie immer, 6 Flaschen Pilz und 3 Flaschen Mineralwasser. Übrigens, ich bin schon von allen Seiten auf Ihre Frau Schwiegermutter angesprochen worden. Ah ja? Verdient man eigentlich viel Geld bei so einer Werbung? Na ja, ein Taxi kann sie sich leisten. Wie Sie ja sicher schon bemerkt haben werden. Pilz. Das stimmt. Viele. Oh nein, Herr Meisel. Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie möchten mir nicht immer 5 Pfennigstücke bringen. Ich hasse 5 Pfennigstücke. Verzeihung. Ach,
was ist ja egal. Ich meine, Geld ist ja Geld. Es ist bloß so wie 1, 2 und 5 Pfennigstücke. Die rollen sich so verdammt schwer. Sie müssen das mit Ihrer Familie besprechen. Naja. Sie müssen nach Gütersloh übersiedeln. Ja. Oh, das lag auf Ihrem Beifahrersitz, wie üblich. Danke. Ich habe Sie deswegen mal vor einigen Monaten sehr gekränkt. Ich habe nachgezählt. Vergessen Sie's. Ich habe das nie vergessen. Ich habe mir viele Vorwürfe gemacht. Ach, kommen Sie. So sauer war ich doch damals gar nicht. Herr Tenstag, ich war noch nie in Gütersloh. Oh, dann ist es höchste Zeit, dass Sie sich das mal ansehen. Wann immer Sie wollen, Sie haben da freie Hand. Noch bin ich Ihr Werkmeister. Richard, wissen Sie, wie viele Mitarbeiter diese Schulmöbelfabrik hat? Nee. 3-mal so viel wie hier. Und wissen Sie, was Herr Metzger mir vorhin noch zugeflüstert hat? Sie werden es mir sagen. Dass er absolut sicher sei, mit Ihnen die richtige Wahl getroffen zu haben. Denn auf der Ebene, in der Sie Zukunft arbeiten könnten, spricht man nicht über Geld. Verstehe ich nicht. Nur ganz einfach. Sie haben mit keinem Wort über Ihre zukünftigen Bezüge geredet. Mein Gehalt? Bezüge. Ja, stimmt. Und das hat Herrn Metzger sehr imponiert. Ja? Was verdiene ich denn da? Mindestens das Doppelte, was ich hier habe. Oh, und was verdienen Sie hier? Ich jetzt. In meiner Position redet man nicht über Geld. Eine Scheiße. Herr Tenstag, Herr Tenstag, Ihr Geld. Ein Mist. Nun, da geben wir mal den 60er. Ja, danke. Ich mich doch lieber einen Handwerker kommen lassen. Oma, ich habe das doch schon früher gemacht. Rüdiger, ich bezweifle nicht, dass du das kannst. Und ich würde selbstverständlich auch die Kosten übernehmen. Mutter, du übernimmst gar nichts. Oma, du, ich nehme 35 Mark die Stunde. Kannst du dir vorne hinlegen? Ja, mach das. 18er. So. Wassereinlauf ist okay. Rücklaufventil funktioniert. Maschine ist hin. Ach nee, Kinder. Von all meinen Macken war die mir am liebsten. Tja, liebste Mutter. Irgendwann muss geschieden sein. Ja. Sind wir aus dem Gröbsten raus, fast unsere Schulden los. Jetzt gibt diese blöde Waschmaschine ihren Geist auf. Lore, ärger dich nicht. Du weißt, du kannst auf mich zählen. Und ich denke auf Walter auch. Wo ist Opa überhaupt? Oben, der ruht sich heute mal auf. Ich geh mal schnell rauf und schau nach ihm. Ja, mach das, Mutter. Sag mal, wie geht's eigentlich Katharina? Katharina geht's prima. Naja. Oma Schleswig-Holstein hat sie völlig mit Beschlag belegt. Mhm. Warum hast du sie nicht mitgebracht? Bin nur 2 Tage hier, muss ein paar Sachen an der Uni klären. Dann wollte ich mal wieder bei euch sein, so wie früher. Mhm. Allein? Mhm. Sag mal, ist was mit Uschi? Nee, alles in Ordnung. Ich hatte halt nur Sehnsucht. In den letzten Wochen war ich ja so im Stress, Examen und so, bin ich überhaupt nicht zum Nachdenken gekommen. Aha. Und jetzt denkst du nach? Tja, na, dann ist mir klar geworden, ich sitze da auf dem platten Land, Kühe, Wiesen, frische Luft. Na und? Mir fehlt der Smog, ihr. Mhm. Bleib doch hier, schlaf 2 Nächte in deinem Bett, ha? Nee. Sag mal, und da gibt's nicht so einen gewissen Punkt? Nein, ist alles in Ordnung. Mhm. Du möchtest bitte zu deinem Großvater aufs Zimmer kommen. Ist was? Nein, er will nur mit Rüdiger allein sprechen. Bitte bleib hier. Ist aber dein Vater nicht gut? Doch, doch. Er wirkt nur etwas durchgeistigt. Ganz ungewöhnlich. Ja, bitte? Hallo, Opa. Hallo. Machst du es aber feierlich? Sehr feierlich. Ich habe heute mein Testament verfasst. Da, lies mal durch. Warum ich und nicht Mutter oder Vater?
Du bist am weitesten vom Schuss. Von dir ist anzunehmen, dass du dicht hältst. Die anderen quatschen. Warum hast du denn ausgerechnet heute Morgen? Ich habe heute Nacht von Zähnen geträumt. Und wenn man von Zähnen träumt, komm, bedeutet das... Das ist doch Quatsch. Das ist kein Quatsch. Ich träume sonst nie. Aber heute Nacht von Zähnen. Das letzte Mal habe ich geträumt vor dem Tode deiner Großmutter. Auch von Zähnen? Nein, von einer Beerdigung. Und das ist doch wohl sehr deutlich. Mensch, Opa, du hast ja 27.000 Mark auf der Bank. Ich habe 40 Jahre meines Lebens im Dienst verbracht. Dann noch Pfandbriefobligationen, Goldmünzen. Bist ja ein reicher Mann. Jedenfalls fahre ich nicht als Sozialfall in die Grube. So weit ist es ja wohl noch lange nicht. Ist doch richtig so, oder? Tja, ist in Ordnung. Und, naja, dass die Harmonie auf deiner Beerdigung singen soll, werden sich Vater und Mutter sicher freuen. Ich hatte einen Kameraden. Einen besseren findest du nicht. Matti! Matti, Moment! Kannst du mir einen Gefallen tun? Du sollst bestimmt wieder was von der Reinigung abholen. Bestimmt. Du komm, fahr doch mal bei der Reinigung vorbei und hol meine Sachen. Ja? Ja, klar. Dankeschön. Ah. Tschüss. Tschüss. Analyse sie mal. Dieses Modell hier, das kann bestimmt nicht jeder tragen. Aber ich glaube, mir würde stehen. Ach, Mutter. Hier steht doch jede Brille. Na, sag mal, was war denn? Das ist ein großes Geheimnis. Ach, komm. Er hat mir ein Schriftstück zu lesen gegeben. Was für ein Schriftstück? Sag mal, hat er etwa sein Testament entworfen? Hier in dem Haus kann keiner was machen, ohne dass du das nicht schon vorher weißt, hä? Ja. Und warum? Nichts Besonderes. Ist in seinem Alter doch völlig normal. Außerdem hat er letzte Nacht von Zähnen geträumt. Oh, das bedeutet nichts Gutes. Da wäre ich auch sehr beunruhigt. Also Mutter, träume sehr ungern von Zähnen. Hier bin ich. Oh, danke. Das ging aber schnell. Ist Ihnen nicht gut? Doch, mir ist gut, aber die Beine, das kommt von der Steherei. Leg doch das Paket dahin. Conny, machst du noch ein Bier? Ja, das kann ich doch machen. Aber Kind, so daneben bin ich auch wieder nicht. Oh, der Arzt, der hat mir so Zinkleinverbände verschrieben. Das tut weh und vielleicht sollte ich doch ein bisschen abnehmen. Da mein Kleiner. Nee. Na komm, mach kein Theater. Wollt ihr was trinken? Oh ja, vielleicht eine gelbe Zitronenlimonade mit einem Schuss Eierlikör drin. Was ist denn das? Das ist schrill. Eierlikör, bitte. Gelb zu gelb. Sieht gut aus. Andi? Affengeil. Hm? Allerdings müsste noch ein frisches Minzblatt oben drauf liegen. Dann wäre es ein super Cocktail. Oh, das habe ich nicht. Bei dem muss immer alles 150%ig sein. Darf ich mal kosten? Ja. Lecker. Und das trinkt ihr in euren Diskotheken? Wo? Ist ein Geheimrezept unserer Clique. Naja. Gute Besserung. Ach, es ist ja nichts Schlimmes, aber ich war mal Tänzerin. La Belle. Gioconda. Ja, genau. Na, wenn man als ehemalige Tänzerin was mit den Knochen hat, na, das bringt einen doch auf die Palme. Also tschüss, ihr beiden. Tschüss. Tschüss. La Belle, was? Gioconda. Fräulein Laubrecht. Altes Mädchen. Guck mal. Ich freue mich ja so für Sie. Na, noch ist ja nichts gegessen. Wirklich nicht. Aber eine solche Chance, die hat man nur einmal im Leben. Na, möchten Sie vielleicht nach Gütersloh? Ja, sofort. Wir wären ein gutes Team. Ja, ja. Kommt Zeit, kommt Rat. Ist Tänztag drin? Ja, und da soll er auch bleiben. Drop hoffen, schon diese Ausdrücke. Richard? Eberhard? Wieso? Jetzt gleich? Ist dir nicht gut?
Aufgehängt. Rüdiger? Rüdiger! Ja? Kannst du mich bitte in die Stadt fahren? Ja. Ich merke immer, wenn du hinter mir stehst und mich ansiehst, Hannelore. Also selbst auf die Gefahr hin, dass wir uns hier eine Riesenerkältung holen. Ich bin gespannt. Das habe ich vor 26 Jahren mal hier eingeschnitzt. Ja, das habe ich nicht vergessen, Eberhard. Ich wollte damals, dass du das Herz dort in den Baum einschnitzt, aber das hast du ja abgelehnt. Nein, das war nicht der Baum. Unser Baum war dort, oder? Der ist jetzt weg. Hm. Heute Morgen hat man mir den Posten eines Geschäftsführers einer Schulmöbelfabrik angeboten. In Gütersloh. Herzlichen Glückwunsch. Über Geld wurde gar nicht erst geredet. Es ist keine bezahlte Stelle, es ist eine dotierte Position. Heute Morgen hat unsere Waschmaschine ihren Geist aufgegeben. Nach 8 Jahren. Über solche Kleinigkeiten müssten wir in Zukunft nicht mehr reden. Und wie hast du dich entschieden? Schnuppe. Ich habe mich überhaupt noch nicht entschieden. Also du willst das jetzt hier für uns auf unserer Parkbank entscheiden? So. Na, pass mal auf. Also, ich meine, es ist zwar sehr gut, dass wir einen kühlen Kopf behalten, aber hier ist es mir einfach zu kalt. Hm? Komm. Wo ist deine Mama? Muss deine Mutter Gewehr bei Fuß stehen, wenn du aus der Schule kommst? Mach dir doch selber was. Na? Hat sie nicht gesagt, wo sie hingeht? Nein. Muss sie das? Rüdiger hat sie in die Stadt gefahren. Rüdiger ist hier? Ja. Wo? Oben. Du fragst heute und fragst. Wer hat denn die Waschmaschine kaputt gemacht? Der Zahn der Zeit. Andi. Andi. Tag. Was ist? Blöde Frage, nix. Ach komm. Ist Mutter schon zurück? Nein. Wo ist sie denn hingegangen? Ich hab sie zum Park gefahren, ist ja ausgestiegen, über die Wiese gegangen. Das war's. Hast du Krach mit Uschi? Auch gut. Dann verschwinde aus meinem Bett und geh in dein Zimmer. Bist du bescheuert? Das ist eine Rumpelkammer da drüben. Ja, auf 3 Eichen sind wir nicht. Dir passt es nicht, dass du dich in ein gemachtes Nest legst. Stimmt's? Herzinfarkt, Frau Wichert. Ja. Ich kann Ihnen noch nichts sagen. Wir müssen abwarten. Wir müssen Herrn Pino sofort in die nächstgelegene Intensivstation einweisen.
Ich habe ihn gefunden, in der Küche auf dem Boden. Das war bescheuert, aber heute Nacht hat er noch was von Zähnen geträumt. Hör doch auf für den Quatsch. Und er hat mir heute sein Testament gezeigt. Bei Gerda war es zuerst auch hoffnungslos und jetzt geht es ja schon viel besser. Und Gerda ist viel kränker als Vater. Sag mal, hat er tatsächlich heute Morgen sein Testament gemacht? Ja. Kaum näher ich mich heute einer Frau, da heult sie gleich los. Wieso? Von dem Glaubrecht heute Morgen, wegen Gütersloh. Ach du liebe Zeit, es kommt ja auch noch auf uns zu. Bis es so weit ist, ist Vater längst über den Berg. Hoffentlich. Ja? Es ist ernst, aber er hat noch rote Ohren. Was bitte? Ich sehe das natürlich sofort. Wenn die Ohren gelb sind, so teigig gelb, dann ist es böse. Ganz böse. Ich bin seit 27 Jahren hier. Früher war das ja bei weitem nicht so modern wie heute. Und da haben wir eben zuerst einmal auf die Ohren geguckt, nicht? Naja, die Ärzte wollen natürlich nichts davon wissen, aber wir vom Pflegepersonal, rote Ohren, da können wir in Ruhe im Schwesternzimmer noch einen Kaffee trinken. Aber wenn die dann so gelb werden, wissen Sie, wenn dahinter, sehen Sie hier, da wo das Ohr ist, wenn sich da scharfe Falten bilden und wenn das immer weißer wird, das heißt so, quitte gelb, dann gehen Sie ruhig nach Hause. Er hat rote Ohren. Rundfunk ist heute eine Übertragung von Othello, aber ich mag nicht. Es wühlt mich zu sehr auf. Ja, Mutter. Rufst du heute noch mal im Krankenhaus an? Ich soll erst morgen wieder anrufen. Die akute Gefahr sei gebannt, sagen sie. Ist er denn da auch in den allerbesten Händen? Bestimmt, Mutter. Wenn der Herr Bundeskanzler erkrankt, kommt er immer in dasselbe Krankenhaus, weil man da seinen Gesundheitszustand genau kennt. Mutter, Vater ist nicht der Herr Bundeskanzler. Niemand kennt seinen Gesundheitszustand, weil er noch nie krank war, nie. Aber in Bad Pyrmont hat er sich manchmal auch nicht ordentlich gefühlt. Da hat er nur seine Zipperlein ausgetobt. Und weil er noch nie krank war, deshalb mache ich mir ja solche Sorgen. Übrigens, eure Wirtin von Harmonie hat auch so ihre Zipperlein. Ja, sie kann nicht mehr richtig laufen und hat so komisch bei Bänder um die Beine gewickelt. Ach, Conny haut so leicht nichts um. Die hatte ihr Leben lang Wehwehchen. Aber Vater, dieses Muster an Disziplin. Ne? Ja, ich gehe ja schon. Wieder schwanger. Das weiß ich längst. Dann kennst du deine Mutter schlecht. Ich weiß nicht, ob ich das alles richtig mache. Wenn die sagt, ich lege mich da in ein gemachtes Bett. Schlaues Kerlchen. Gartenförderung. Tja. Habe ich nie gekriegt. Ja. Hätte ich auch nicht geschafft. Ach, die hat das auch nicht geschafft. Der hat das nicht mal gewollt.
Soll ich das jetzt machen mit dem Job oder nicht? Also, jetzt kann ich noch Nein sagen. Soll ich nach Gütersloh gehen und als Geschäftsführer eine Fabrik mit ca. 600 Angestellten übernehmen? Was? Na ja, noch 14 Tage Zeit, mir das zu überlegen. Das ist doch spitze, mach das doch. Ist doch auch so ein Erfolg deiner Arbeit hier. 600 Angestellte, Geschäftsführer, redet dir keiner rein. Klar, würde ich machen. Was sagt Mutter? Na ja, noch nicht viel, was man dir heute nicht verdenken kann. Gütersloh ist ja gar nicht so schlecht, bei dem Job. Glaubst du im Ernst, dass Mutter das Haus aufgibt, hier auszieht? Bis vor ein paar Wochen aber noch dran abgestottert. Hast du eine Ahnung, wie viele Bierkästen die für dieses Haus geschleppt hat? Tja, warte mal, ich glaube 69.742. Und Andi muss 2,5 Jahre vom Abi die Schule wechseln. Und was wird mit Oma? Und Opa? Naja, dann benimmst du dir da eine kleine Wohnung und fährst jeden Freitagabend hier rüber. Hast du mit Uschi mal hinter dem Geräteschuppen geknutscht? Nee. Wir hatten doch mal ein Zimmer. Mami und ich haben dort geknutscht. Vor 10 Tagen. Und wir haben auch unser Zimmer. Moin. Moin, Herr Golde. Na, ich war ja natürlich gar nicht bei Stimme. Ich hab halt so im Hals. Ja, so. Moin, Herr Wichert. Moin, Herr Wichert. Moin, Herr Wichert. Wollen Sie in die Werkhalle? Ja, natürlich. Ich werde mich daran gewöhnen müssen, ohne Sie auszukommen. Aber Sie haben sicher noch eine Menge zu offen. Wenn Sie freigestellt werden wollen, bitte schön. Ich wollte Ihnen das gestern schon sagen. Noch ist alles beim Alten, Herr Tetzak. Danke. Herr Tetzak! Herr Tetzak! Herr Tetzak, als ich gestern Ihre Brieftasche gefunden habe, ist leider dieses Geld in meiner Tasche stecken geblieben. Ist mir sehr peinlich und unangenehm, aber ich habe es erst später entdeckt. Ich habe das gar nicht bemerkt. Aber ich, Gott sei Dank. Ach, geben Sie doch den Kantenklebern in der Fertigungshalle mal ein paar Kisten Bier dafür aus. Alkohol bei den Kantenleimern in der Fertigungshalle habe ich nie geduldet. Na, die werden ja nicht immer kleben. Nach wie vor unverändert, Frau Wichert. Ernst, aber nicht hoffnungslos. Wir tun wirklich unser Bestes. Und seine Ohren, Herr Doktor. Ich meine, welche Farbe haben seine Ohren? Seine Ohren? Wieso seine Ohren? Schwester, dieser junge Mann fragt mich nach den Ohren von Herrn Pinot. Die Ohren, Herr Doktor? Ja, die sind schön rot. Vielleicht erhöhte Temperatur. Das ist in diesem Fall völlig normal. Ich selbst eine Glanz in meiner Hütte. Der junge Herr Graf. In Zukunft wirst du ihn noch seltener sehen. Er wird bei den Schwiegereltern arbeiten. Ist noch gar nicht raus, Mutter. Komm, setzt euch dahin. Was wollt ihr trinken? Strichenbier. Wie eine Tasse Kaffee. Natürlich übernimmst du die Brennerei. Genau das, was du kannst. Oder dieser Betrieb ist völlig veraltet. Den auf Vordermann zu bringen, ist eine Hundearbeit. Deswegen bist du genau der Richtige dafür. Du puzzelst doch gerne rum. Etwas systematisch von vorne anfangen und es auch zu Ende bringen. Mit Fleiß. Das ist das, was ich an dir immer am meisten bewundert habe, Rüdiger. Du, so eine Fabrik, das ist keine Waschmaschine. Ja, die hast du ja auch bedauerlicherweise nicht wieder in Gang gesetzt. Schenk dir eine neue. Wann denn? Was soll ich bis dahin machen? Mit der Hand waschen? Außerdem kannst du dir das jetzt gar nicht leisten, wenn du dem Grafen die kalte Schulter zeigst. Was sagt denn eigentlich Boucher dazu? Das Thema haben wir ausgespart. Vorläufig. Und über welches Thema redet ihr zurzeit? Deswegen bin ich ja hier. Ich hab's geahnt. So. Dein Bierchen? Danke. Bitte? Danke. Das ist für mich. Was ist denn das? Das neueste Rezept von deinem jüngsten Customer. Sieht ja widerlich aus. Na? Ist gar nicht schlecht, du. Wie geht's deinem Vater? Es wird alles für ihn getan, was möglich ist. Zum Glück ist seine Kondition sehr gut. Das ist sehr wichtig, sagen die Ärzte. Ja, das Alter. Du, ich höre auf. Was? Sag's bitte noch nicht den anderen, aber weißt du, wenn ich 20 Schritte laufe, dann geht's nicht mehr. Oh. Sind ja nur die Beine. Alles andere ist okay. Ich bin mit den Dingern in meiner Jugend zu viel rumgehopst. Tja, und was ist jetzt? Suchst du einen Pächter? Ein Pächter?
bitte dich. Ich habe nur Stammkunden und die Harmonie. Und einen Pächter, den die Leute nicht kennen. Das ist unmöglich. Nein, ich habe Kontakt aufgenommen mit so einer Restaurantkette. Weißt du, die diese flachen Buletten braten. Ein Hamburger Shop hier rein? Ja, zahlen eine fabelhafte Pacht und bauen auch um. Ja, aber Conny, die Harmonie. Ich meine, hast du dir das auch alles gut überlegt? Was soll ich machen? Also bitte überdenk das nochmal Punkt für Punkt, ja? Draußen würde ich mich das natürlich nicht trauen. Übrigens, ich habe mehrfach im Krankenhaus angerufen. Man hat mir immer wieder versichert, dass es weiter sehr gut geht. Ich selber möchte nicht an sein Krankenbett. Würde ihn vielleicht zu sehr aufregen. Das ist doch nicht gestattet, solange er auf der Intensivstation liegt. Nur Hannelore und ich. Hier fühlt man meinen Puls, wie er pocht. Das Radeln ist bestimmt gut für den Kreislauf und fürs Herz. Oh, danke, danke. Ach, Hannelore wird so bedrückt. Das ist doch verständlich, Mutter. Keine Frage, Eberhard. Krankheiten in der Familie zählen immer an den Kräften. Aber sie hat auch etwas erwähnt von Gütersloh. Gibt es etwas, was ihr mir verschweigt? Oh, Gütersloh ist so weit weg, Junge. Willst du mich etwa hier allein lassen? Nein, Mutter, nein. Was hat Hannelore dir denn von Gütersloh erzählt? Nichts Konkretes, nur als die neue Waschmaschine geliefert wurde. Du hast eine neue Waschmaschine gekauft? Ich habe sie nur unter der Bedingung gekauft, dass sie sofort geliefert wird. Mutter, Mutter, das ist doch... Eine wundervolle Waschmaschine. Sie schleudert nicht nur, sie trocknet sogar mit heißer Luft. Die hat doch sicher einen Haufen Geld gekostet. Ich bin nicht an die Substanz gegangen, überhaupt. Aber wenn mich schon alle Welt anstarrt, weil ich für eine Küche von dir Modell gestanden habe, dann darf ich ja wohl das Honorar dafür benutzen, dass bei uns wieder alles komplett ist. Nicht mal der Herr Bundeskanzler hätte das hübscher sagen können. Eben. Ich habe in den letzten Tagen 2 Kilo abgenommen. Durch den Stress... Ja, Schnuppe. Du musst natürlich nach Gütersloh gehen. Das wäre ja Wahnsinn von uns. Gehst du mit mir? Es gibt doch auch Wochenenden, Schatz. Ich werde ja ohnehin die meiste Zeit unterwegs sein. Tänzer als Geschäftsführer ist ja auch ewig unterwegs. Selbst wenn du mitkommst nach Gütersloh. Wir werden uns kaum noch sehen. Es wird ganz schön langweilig sein ohne dich. Und deswegen werde ich Connys Kneipe übernehmen. Ich werde dich sehr vermissen.
Unser Alf klingt heute ein bisschen traurig. Also, meine Damen, das nächste Mal vielleicht ein bisschen forciert. So, dann kommen wir zum gemütlichen Teil. Danke für heute. Oh, danke. Du, ich war im Krankenhaus. Ja, und? Ja, die machen so eine neue Therapie mit ihr, mit Antikörpern oder so. Ich verstehe ja nichts davon. Aber... ich habe das Gefühl, es geht dir schon wieder besser. Wirklich? Ja, obwohl im Gesicht da ist sie sehr aufgedunsen. Aber er hat schon wieder gelächelt. Sind die Besuchszeiten immer noch so streng? Ja, keine Besuche. Aber ich habe der Stationsschwester einen Pfund Kaffee mitgebracht. Und auf dem Fensterbrett im Schwesternzimmer, da steht eine Flasche Eierlikör. Ist nur noch so viel drin. Aha. Dann bringe ich den Eierlikör zum Kaffee mit, ne? Na, genau. Danke. Na, ihr beiden? Sag mal, was hast du denn mit deiner Mutter gemacht? Was denn? Käthes Küche. Na, die eigene Mutter für die Werbung verbraten. Ja, aber sehr erfolgreich. Das Programm Käthes Küche ist ein absoluter Hit. Sömerunion ist sehr zufrieden. Du bist sehr stolz, ja? Auf meine Mutter. Nee, auf dich. Prost. Ich hätte dem nicht zustimmen sollen. Du hast Eberhard sehr geholfen. Und du bist doch sehr erfolgreich. Ja, heute Morgen beim Einkaufen wurde ich daraufhin schon angesprochen. Tja, du wirst populär. Richtig berühmt. Richtig unangenehm war es. Die Verkäuferin an der Käsetheke hat mich förmlich bedrängt, ihr Prozente für Käthes Küche zu verschaffen. Als ob ich die Möbelfabrik wäre. Richtig unangenehm. Sicher ist das unangenehm, Mutter, aber doch auch verständlich, nicht? Komm, gehen wir. Ach, bitte sei mir nicht böse, Hannelore, aber ich glaube, es ist besser, du gehst allein ins Krankenhaus. Ich werde hier auf dich warten. Ach, Mutter. Hannelore, Krankenhäuser deprimieren mich immer so. Warum, Chef? Warum? Weil Sie mich das immer fragen. Warum? Was ist? Sie lachen mich ja sowieso nur aus. Großes Ehrenwort. Oliver hat keinen Vater mehr. Was? Gestern Abend will ich ihn baden. Ich sag zu ihm, du. Da fängt er an zu brüllen, versteckt sich hinter Renate und guckt mich nicht mehr an. Und dann hat Renate ihn gebadet. Gestern Nacht um 2:30. Er brüllt, weil er muss. Er macht nämlich nicht mehr in die Windeln. Oh, ein kluges Kind. Ich stehe auf, gehe in sein Zimmer. Und mach du. Er sieht mich, er bekommt einen Schreck, einen Schock, einen Nervenzusammenbruch, als wenn ich ein Gespenst sei. Renate, raus aus dem Bett, beruhigt ihn, weil es ihr nur gelingt,
helfen, weil sie ihn mitten in unser Bett nimmt. Da schreit der Junge mich an, als ich mich auch hinlegen will. Und dann? Kosten. Herr Wichert, Sie sind doch nicht der Mann, der sich mal an den Schreibtisch von Herrn Tenstag setzen wollte. Ja, natürlich nicht. Das hätte mich auch sehr enttäuscht. Das hier ist ein netter Laden, aber die Kondition wird Dr. Richter mit Ihnen besprechen und lassen Sie uns so schnell wie möglich wissen, ob Sie unser Angebot annehmen. In spätestens 14 Tagen erwarten wir Ihre Entscheidung. Käthes Küche, das sind Zahlen. Ich wusste seit Jahren, dass die effektiven Vorschläge zur Erweiterung unserer Programmpolitik, die Einrichtung einer Ein- und Ausbaufirma, auf Ihrem Mist gewachsen waren. So, meine Herren, und nun machen wir einen Rundgang durchs Werk und denken über die schönen Bilanzen nach. Kommen Sie. Lieber Wichert, Sie sind ein Hoffnungsträger. Holen Sie das Angebot sofort ab. Hatten Sie damit gerechnet, dass man es Ihnen nimmt? Ja. Ich hatte damit gerechnet. Das tut mir leid, Herr Tenstag. Mir auch. Aber es freut mich für Sie. Verkehrsmittel nicht ertragen. Man wird immer nur angestarrt. Schließlich habe ich meine Pension und ansonsten lebe ich sehr bescheiden. Ja, Mutter. Soll ich die Tür aufmachen? Ach, ja, das wäre sehr nett. Natürlich, gerne. So. Normalerweise hätte uns ja dein Vater gefragt. Mutter, können wir dieses Thema jetzt endlich beenden? Ja, natürlich, Annelou. Ich bitte dich natürlich. Vater, wir sind zurück. Wagen steht doch vor der Tür. Da stimmt doch irgendwas nicht. Was denn? Die Waschmaschine! Ach, du liebe Zeit. Moment. Der Wasserhahn. Der Wasserhahn. Wo ist dieser verdammte Wasserhahn? Moment. Ach, leider. Das ist aber ärgerlich. Oh, ich hatte gleich so ein komisches Gefühl, als wir reinkamen. Da war so ein ulkiges Geräusch. Ach, das macht sie jetzt schon zum dritten Mal, diese blöde Maschine. Naja, die Waschmaschine ist auch nicht mehr die jüngste. Du hast so viele hübsche neue Geräte. Bis jetzt hat sie es ja immer getan. Ausgerechnet jetzt muss sie mich im Stich lassen. Auch das noch. Und Kundschaft. Wie immer, 6 Flaschen Pilz und 3 Flaschen Mineralwasser. Übrigens, ich bin schon von allen Seiten auf Ihre Frau Schwiegermutter angesprochen worden. Ah ja? Verdient man eigentlich viel Geld bei so einer Werbung? Na ja, ein Taxi kann sie sich leisten. Wie Sie ja sicher schon bemerkt haben werden. Pilz. Stimmt. Viele Mal. Oh nein, Herr Meisel. Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie möchten mir nicht immer 5-Pfennig-Stücke bringen. Ich hasse 5-Pfennig-Stücke. Ja.
verzeihen. Ach, was ist ja egal. Mein Geld ist ja Geld. Es ist bloß so wie 1, 2 und 5 Pfennigstücke. Die rollen sich so verdammt schwer. Sie müssen das mit Ihrer Familie besprechen. Naja. Sie müssen nach Gütersloh übersiedeln. Ja. Oh, das lag auf... Komm, fahr doch mal bei der Reinigung vorbei und hol meine Sachen zurück, ja? Ja, klar. Danke schön. Ah. Tschüss. Tschüss. Annelore, sieh mal, dieses Modell hier, das kann bestimmt nicht jeder tragen. Aber ich glaube, mir würde stehen. Ach, Mutter... Hier steht doch jede Brille. Na, sag mal, was war denn? Das ist ein großes Geheimnis. Ach, komm. Er hat mir ein Schriftstück zu lesen gegeben. Was für ein Schriftstück? Sag mal, hat er etwa sein Testament entworfen? Hier in dem Haus kann keiner was machen, ohne dass du das nicht schon vorher weißt, hä? Ja. Und warum? Nichts Besonderes. Ist in seinem Alter doch völlig normal. Außerdem hat er letzte Nacht von Zähnen geträumt. Oh, das bedeutet nichts Gutes. Da wäre ich auch sehr beunruhigt. Also Mutter, träume sehr ungern von Zähnen. Hier bin ich. Oh, danke. Das ging aber schnell. Ist Ihnen nicht gut? Doch, mir ist gut, aber die Beine, das kommt von der Steherei. Leg doch das Paket dahin. Conny, machst du noch ein Bier? Ja, das kann ich doch machen. Aber Kind, so daneben bin ich auch wieder nicht. Der Arzt, der hat mir so Zinkleinverbände verschrieben. Das tut weh und vielleicht sollte ich doch ein bisschen abnehmen. Da mein Kleiner. Hey. Na komm, mach kein Theater. Wollt ihr was trinken? Oh ja, vielleicht eine gelbe Zitronenlimonade mit einem Schuss Eierlikör drin. Was ist denn das? Das ist schrill. Eierlikör, bitte. Gelb zu gelb. Sieht gut aus. Andy? Mmh. Affengeil. Hm? Allerdings müsste noch ein frisches Minzblatt oben drauf liegen. Dann wäre es ein super Cocktail. Oh, das habe ich nicht. Bei dem muss immer alles 150%ig sein. Darf ich mal kosten? Ja. Mmh. Lecker. Und das trinkt ihr in euren Diskotheken? Wo? Ist ein Geheimrezept unserer Clique. Mmh. Hm. Naja. Gute Besserung. Ach, es ist ja nichts Schlimmes, aber ich war mal Tänzerin. La Belle. Gioconda. Ja, genau. Na, wenn man als ehemalige Tänzerin was mit den Knochen hat, na, das bringt einen doch auf die Palme. Also tschüss, ihr beiden. Tschüss. Tschüss. La Belle, was? Gioconda. Voll ein Glaubrecht. Altes Mädchen. Guck mal. Ich freue mich ja so für Sie. Na, noch ist ja nichts gegessen. Wirklich nicht. Aber eine solche Chance, die hat man nur einmal im Leben. Na, möchten Sie vielleicht nach Gütersloh? Ja, sofort. Wir wären ein gutes Team. Ja, ja. Kommt Zeit, kommt Rat. Ist Tänztag drin? Ja, und da soll er auch bleiben. Drophoppen, schon diese Ausdrücke. Wichert? Eberhard? Wieso? Jetzt gleich? Ist dir nicht gut? Aufgehängt. Rüdiger? Rüdiger! Ja? Kannst du mich bitte in die Stadt fahren? Ja. Thank you.
merke immer, wenn du hinter mir stehst und mich ansiehst, Hannelore. Also selbst auf die Gefahr hin, dass wir uns hier eine Riesenerkältung holen. Ich bin gespannt. Das habe ich vor 26 Jahren mal hier eingeschnitzt. Ja, das habe ich nicht vergessen, Eberhard. Ich wollte damals, dass du das Herz dort in den Baum einschnitzt, aber das hast du ja abgelehnt. Nein, das war nicht der Baum. Unser Baum war dort, oder? Der ist jetzt weg. Hm. Heute Morgen hat man mir den Posten eines Geschäftsführers einer Schulmöbelfabrik angeboten. In Gütersloh. Herzlichen Glückwunsch. Über Geld wurde gar nicht erst geredet. Es ist keine bezahlte Stelle, es ist eine dotierte Position. Heute Morgen hat unsere Waschmaschine ihren Geist aufgegeben. Nach 8 Jahren. Über solche Kleinigkeiten müssten wir in Zukunft nicht mehr reden. Und wie hast du dich entschieden? Schnuppe. Ich habe mich überhaupt noch nicht entschieden. Also du willst das jetzt hier? Dann hast du den Rest der Nacht auf der Couch geschlafen. Woher wissen Sie denn das? Ich habe auch 2 Söhne. Das ist normal. Chef, was hat Renate, was ich nicht auch habe? Vieles. Ja, ich weiß. Aber wir haben Oliver immer partnerschaftlich erzogen. Immer. Ich habe ihn gebadet, sie hat ihn gebadet. Ich habe ihn gewickelt, sie hat ihn gewickelt. Ich habe ihm Fläschchen gegeben, sie hat ihm Fläschchen gegeben. Zwischen Renate und mir gab es für das Kind nie einen Unterschied. Vielleicht ist dein Oliver total im Stress, weil jeder an ihm rumbadet, rumwickelt und füttert. Oliver, Renate und du, ihr braucht eine Woche Urlaub. Und ich weiß auch schon wo. Bei den Schwiegereltern von Rüdiger. Graf und Gräfin Strelenau auf Drei Eichen. Ich weiß nicht, wie ich mir da vorkomme. Nee, komm ja mit. Oliver und Renate werden sich fabelhaft erholen. Und ich? Du wirst mit mir das Geschäftszimmer von Rüdiger renovieren. Ich sag dir, eine alte Eiche, aber total verkommen. Aber wir beide kriegen das schon hin. Ich denke, ich soll Urlaub machen. Ja, ja, von dem Stress, von diesem täglichen Einerlei, von dieser Fabrik hier. Mensch, ich gebe dir eine einmalige Gelegenheit, deine bewundernswerten Talente zu entfalten. Es gibt immer eine Chance, Mutter. Immer. Das freut mich. Da kommt unser Bus. Nein, nein, nicht mit dem Bus, Hannelore. Wir nehmen ein Taxi. Ach, Taxi ist doch ganz langweilig. Im Bus kann man seine Mitmenschen viel besser beobachten. Außerdem ist Taxi viel zu teuer. Hallo, Taxi! Ah. Es liegt was in der Luft. Mal ganz ruhig, Fräulein Glaubrecht, nicht doch. Das Erste, was der Vorstandsvorsitzende wollte, waren Sie. Holen Sie mir diesen Wichert, hat er gesagt. Herrn Wichert, diesen Tausendsasser. Tausendsasser? Das ist ein Jammer, dass Sie heute nicht Ihren schönen dunkelblauen Anzug anhaben. Herr Wichert ist gekommen. Soll reinkommen. Tausendsasser. Guten Morgen. Herr Wichert, wir kennen uns doch. Erinnern Sie sich noch an die Sache mit dem Kannleimer? Ja. Wir beiden haben die Maschine doch wieder zum Leimen gebracht. Ja, ja. Herr Wichert, ein Tausendsasser. Dr. Richter. Danke. Herr Richter ist in Gütersloh zuständig für Management Consult. Ja, bitte was? Herr Wichert, Herr Richter stellt das Package jener Manager zusammen, die in unseren verschiedenen Betrieben für ein gutes Input zu sorgen haben. Input. Consult, das heißt, die richtigen Männer am richtigen Platz. Ach so, Personalchef. Ja, so kann man es auch nennen. Aber bitte, Herr Wichert, nehmen Sie doch Platz. Wir wollen nämlich etwas mit Ihnen besprechen. Bitte. Ten Stark, jetzt müssen Sie aber mit dem Gedanken abgefunden haben. Nun setzen Sie sich mal zu uns. Bitte. Die Output-Zahlen, bitte. Ich möchte Ihnen einige Umsatzzahlen unseres Wohnküchenprogramms Käthes Küche anvertrauen. Herr Doktor. Ich bin nicht Doktor, ich bin Diplom-Ingenieur. Doktor ist Herr Richter.
Also gut, Herr... Metzger. Herr Metzger, ich verstehe nichts von Input und Output, von Personal Package und Management Consult. Aber wenn ich dieses Büro betrete, dann spreche ich mal mit Herrn Tenstag. Das ist nämlich mein Vorgesetzter. Aber heute spricht der Tenstag nicht mit mir. Herr Tenstag, was liegt denn an? Es werden sich personelle Veränderungen in der Möbelunion ergeben. Ja, aber deswegen müssen Sie doch nicht so traurig gucken. Herzlichen Glückwunsch. Sie betreffend. Die Herren möchten Ihnen ein Angebot unterbreiten. Herr Wichert, Sie wissen, dass wir in Gütersloh ein Werk betreiben, das ausschließlich Schulmöbel und fachbezogene Programme für Universitäten, Institute und so weiter und so weiter und so weiter herstellt. Tische, Arbeitsstühle und so weiter. Sozusagen das Rückgrat unserer AG. Naja, natürlich. Und diese speziellen Programme müssen von besonderer Solidität und Qualität sein. Na klar, Kinder sind eben Kinder. Studenten hauen auch mal auf den Putz. Man rechnet bei diesem Programm mit einer Einsatzdauer von 15 im technischen Fachbereich Physik, Chemie von 20 Jahren. Und nun kommen wir zum eigentlichen Punkt. In den letzten 8 Monaten haben die Mängelrügen in diesem Gütersloher Werk um 8% zugenommen. In Gütersloh ist der Wurm drin und deswegen... Also um es kurz zu machen, lieber Wichert, Sie sollen das Werk übernehmen. Als Werkmeister? Natürlich nicht. Dass Sie ein guter Werkmeister sind, das haben Sie doch hier bewiesen. Als Geschäftsführer. Sie sind der Mann, der den ganzen Laden auf Vordermann bringt und innerhalb von 3 Monaten die Quote der Mängelrügen um 6% drückt. Das erwarten wir von Ihnen. Ich bleibe hier auf meinem... Wie am Beifahrersitz, wie üblich. Danke. Ich habe Sie deswegen mal vor einigen Monaten sehr gekränkt. Ich habe nachgezählt. Vergessen Sie's. Ich habe das nie vergessen. Ich habe mir viele Vorwürfe gemacht. Ach, kommen Sie. So sauer war ich doch damals gar nicht. Herr Tenstag. Ich war noch nie in Gütersloh. Oh, dann ist es höchste Zeit, dass Sie sich das mal ansehen. Wann immer Sie wollen, Sie haben da freie Hand. Noch bin ich Ihr Werkmeister. Wichert, wissen Sie, wie viele Mitarbeiter diese Schulmöbelfabrik hat? Nee. 3-mal so viel wie hier. Und wissen Sie, was Herr Metzger mir vorhin noch zugeflüstert hat? Sie werden es mir sagen. Dass er absolut sicher sei, mit Ihnen die richtige Wahl getroffen zu haben. Denn auf der Ebene, in der Sie Zukunft arbeiten könnten, spricht man nicht über Geld. Verstehe ich nicht. Nur ganz einfach. Sie haben mit keinem Wort über Ihre zukünftigen Bezüge geredet. Mein Gehalt? Bezüge. Ja, stimmt. Und das hat Herrn Metzger sehr imponiert. Ja? Was verdiene ich denn da? Mindestens das Doppelte, was ich hier habe. Oh, und was verdienen Sie hier? Ich, in meiner Position redet man nicht über Geld. Eine Scheiße. Herr Tenstag, Herr Tenstag, Ihr Geld... Ist. Nun, da geben wir mal den 60er. Ja, danke. Soll ich mich doch lieber einen Handwerker kommen lassen? Oma, ich habe das doch schon früher gemacht. Rüdiger, ich bezweifle nicht, dass du das kannst. Und du würdest selbstverständlich auch die Kosten übernehmen. Mutter, du übernimmst gar nichts. Oma, du, ich nehme 35 Mark die Stunde. Kannst du hier vorne hinlegen? Ja, mach das. 18er. So. Wassereinlauf ist okay. Rücklaufventil funktioniert. Die Maschine ist hin. Ach nee, Kinder. Von all meinen Maschinen war die mir am liebsten. Tja, liebste Mutter. Irgendwann muss geschieden sein. Ja. Sind wir aus dem Gröbsten raus, fast unsere Schulden los. Jetzt gibt diese blöde Waschmaschine ihren Geist aus. Oh, ärger dich nicht. Du weißt, du kannst auf mich zählen. Und ich denke auf Walter auch. Wo ist Opa überhaupt? Oben, der ruht sich heute mal auf. Ich geh mal schnell rauf und schau nach ihm. Ja, mach das, Mutter. Sag mal, wie geht's eigentlich Katharina? Katharina geht's prima. Naja, Oma Schleswig-Holstein hat sie völlig mit Beschlag belegt. Mhm. Warum hast du sie nicht mitgebracht? Bin nur 2 Tage hier, muss ein paar Sachen an der Uni klären. Dann wollte ich mal wieder bei euch sein, so wie früher. Mhm. Allein? Mhm.
Sag mal, ist was mit Uschi? Nee, alles in Ordnung. Ich hatte halt nur Sehnsucht. Die letzten Wochen war ich ja so im Stress, Examen und so, bin ich überhaupt nicht zum Nachdenken gekommen. Aha. Und jetzt denkst du nach? Tja, na, dann ist mir klar geworden, ich sitze da auf dem platten Land, Kühe, Wiesen, frische Luft. Na und? Mir fehlt der Smog, ihr. Bleib doch hier, schlaf die zwei Nächte in deinem Bett, ha? Nee. Sag mal, und da gibt's nicht so einen gewissen Punkt? Nein, ist alles in Ordnung. Du möchtest bitte zu deinem Großvater aufs Zimmer kommen. Mach ist was? Nein, er will nur mit Rüdiger allein sprechen. Bitte bleib hier. Sag mal, ist Vater nicht gut? Doch, doch. Er wirkt nur etwas durchgeistigt. Ganz ungewöhnlich. Ja, bitte? Hallo, Opa. Hallo. Machst du es aber feierlich? Sehr feierlich. Ich habe heute mein Testament verfasst. Da, lies mal durch. Warum ich und nicht Mutter oder Vater? Du bist am weitesten vom Schuss. Von dir ist anzunehmen, dass du dich hältst. Die anderen quatschen. Warum das denn ausgerechnet heute Morgen? Ich habe heute Nacht von Zähnen geträumt. Und wenn man von Zähnen träumt, Ach, bedeutet das... Das ist doch Quatsch. Das ist kein Quatsch. Ich träume sonst nie. Aber heute Nacht von Zähnen. Das letzte Mal habe ich geträumt vor dem Tode deiner Großmutter. Auch von Zähnen? Nein, von einer Beerdigung. Und das ist doch wohl sehr deutlich. Mensch, Opa... Du hast ja 27.000 Mark auf der Bank. Ich habe 40 Jahre meines Lebens im Dienst verbracht. Dann noch Pfandbriefobligationen, Goldmünzen. Bist ja ein reicher Mann. Jedenfalls fahre ich nicht als Sozialfall in die Grube. So weit ist es ja wohl noch lange nicht. Ist doch richtig so, oder? Tja, ist in Ordnung. Und, naja, dass die Harmonie auf deiner Beerdigung singen soll, werden sich Vater und Mutter sicher freuen. Ich hatte einen Kameraden. Einen besseren findest du nicht. Franzi! Franzi, Moment! Kannst du mir einen Gefallen tun? Du sollst bestimmt wieder was von der Reinigung abholen. Bestimmt.